Sehr geehrte Frau Vorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste auf der Empore, ich möchte auch zuerst einen Punkt sagen zu dem respektvollen Verhalten, das Frau Koch einfordert und das darin besteht, dass man keine Kritik haben soll, keine Fragen stellen soll, nicht zu viele Fragen, um es einmal deutlich zu machen, die Fragen, die bei Ihnen im Ausschuss sind, sind die, die wir als gesamte Fraktion haben. Wenn Sie da also einzelne Personen nennen, dann meinen Sie uns alle und wir stellen uns da ganz klar hinter Luisa Zimmermann, weil wir finden, sie macht da auch einen super Job und Ihre Reaktion zeigt ja auch, dass da was auch dran ist. Es sind aber nicht nur Fragen von uns, sondern es sind Fragen, die an uns herangetragen sind, weil einfach nach diesen ganzen Versprechungen die Leute sich natürlich fragen, wo bleibt denn die Verkehrswende? Und ich kann es noch so oft hören, dass sie wirklich wollen, dass die Tram nach Halleshausen kommt. Ich kann es an ihren Taten einfach nicht erkennen. Und vielleicht auch für diejenigen auf der Empore, das hört sich ja jetzt so an, als würden wir da irgendeinen ganz schlimmen Antrag stellen. Der heißt, im nächsten Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr wird über den Stand der Dinge zur Tram nach Halleshausen und berichtet. Die Verfasserinnen stellen den aktuellen Zwischenstand der Machbarkeitsstudie vor und informieren, was genau geprüft wird, welche Strecken in Frage kommen, wie die Kostenschätzungen dazu aussehen und bis wann die Studie voraussichtlich fertiggestellt wird. Die Studie soll außerdem komplett veröffentlicht werden. Warum fordern wir das? Weil es bis jetzt keine öffentliche Sitzung dazu gab. Wenn Sie Berichtsanträge stellen, stimmen wir in aller Regel zu. Wir haben das auch beim Mobilitätskonzept gemacht. Das war ja vorher auch schon im Klimaschutzrat-Thema, das war vorher auch schon in der HNA breit getreten. Aber wenn Sie einen Bericht im öffentlichen Ausschuss wollen, wo es nämlich nicht nur uns Stadtverordnete gibt, sondern wo es auch eine Empore gibt, wo es Zuschauer gibt, wo es Presse gibt, wo wir nämlich nicht, Frau Koch, die Machbarkeitsstudie besteht nicht nur aus der wirtschaftlichen Kalkulation. Es ist doch genau das Problem, dass bei einer Tram im Moment nur die wirtschaftliche Kalkulation zählt. Und es sagt doch jeder, es soll im nächsten Jahr, ist hoffentlich diese Kalkulation besser. Nee, in dieser Machbarkeitsstudie geht es darum, welche Strecke wollen wir denn? Ja, wir wissen jetzt, es gibt drei Varianten, aber welche finden Sie am besten? Was sind Ihre Argumente dafür? Und was sagen Sie den Anliegern, die vielleicht noch Skepsis haben? Wann beginnt die Informationskampagne? Wann wollen Sie anfangen? Ich meine, die drei Brücken werden gebaut, danach sollen 3000 Fahrzeuge mehr pro Tag fahren. Das ist eine Belastung, die da ist. Die Buslinie 10 quillt über. Wir brauchen da Alternativen. Und wenn wir erst dann mit Beteiligung und Öffentlichkeit anfangen, wenn irgendwann das Gutachten zu einem anderen Ergebnis kommt, dann ist es einfach schon spät. Wir können doch jetzt beides gleichzeitig gehen. Wir können einerseits, haben Sie schon mit Luffelden geredet, vielleicht müssen wir ja die Machbarkeitsstudie auch erweitern. Wir könnten so viele Dinge schon angehen, wenn wir immer nur warten, bis auf Bundesebene da alles soweit ist, wird es einfach zu lang dauern. Und deswegen haben wir viele Fragen und die haben nicht nur wir und deswegen werden wir sie auch weiter nerven in jedem Ausschuss und in jeder Sitzung. Weil das unsere Aufgabe als Opposition ist und weil Sie Ihre Versprechen bis jetzt nicht erfüllen.